Egal von welcher Richtung im Kreis Schönebeck man sich der Stadt Calbe nähert oder mit der Bahn die Saale überquert, dem winken schon von Weitem die gewaltigen Kirchtürme. Und man denkt sich, Calbe an der Saale muss eine sehr alte Stadt sein. Im September 1986 rüsteten sich die Calbenser zu einem bedeutungsvollen Jahrestag, denn man konnte auf eine 1050-jährige Geschichte zurückblicken. Dazu wurden schon rein äußerlich einige Veränderungen im Stadtbild vorgenommen. Drei der wichtigsten Stadttore, das Bernburger, Brombier und Schlosstor, entstanden als Kulissen neu. Viele fleißige Hände und kluge Köpfe arbeiteten und planten schon lange vorher, um dieses besondere Datum zu einem einmaligen Ereignis werden zu lassen. Das Gebiet an der unteren Saale, unsere Heimat, ist ein sehr altes Siedlungsgebiet. Der gute Ackerboden und der Fluss begünstigten jede Ansiedlung. Das Territorium am hohen Ufer der Saale weist etliche frühgeschichtliche Funde auf. So ist es auch verbürgt, dass es Ansiedlungen bereits vor unserer Zeitrechnung auf diesem schönen Flecken gab. Doch Calbe wurde erstmalig in einer Urkunde vom 13. September 936 bei der Gründung des Servatius-Nonnenklosters in Quedlinburg durch König und späteren Kaiser Otto I. erwähnt. Sicherlich gab es hier, wie an vielen strategischen Orten, befestigte Stützpunkte gegen die ostwärts davon wohnenden Slawen, einen sogenannten Königshof, der wahrscheinlich auf dem Areal der ehemaligen Wolldeckenfabrik lag. Von hier aus hatte man einen ausgezeichneten Ausblick auf die Ansiedlung und die Saale. Man blickt heute noch auf das breite, ewig strömende und polternde Saalewehr. Der Königshof in Calbe wurde von Otto I. zusammen mit der Roseburg jenseits und abwärts der Saale mit allen Gebäuden, Äckern, Kirche und Mühle im Jahre 965 dem Moritzkloster in Magdeburg geschenkt, wozu es bis 1680 zum Erzbistum Magdeburg untergeordnet verblieb. Seine Blüte verdankt Calbe den immer fleißigen Handwerkern im ausgehenden Mittelalter bis heute und dem aufstrebenden Bürgertum durch Wollweber und Tuchmacher, durch Kleinbauern, die Gemüse wie Gurken und Zwiebeln anpflanzten, und der industriellen Entwicklung nach den beiden Weltkriegen. Anlässlich der 1050-Jahrfeier der Stadt Calbe fand ein Festempfang im Calbenser Rathaus statt. Hierzu begrüßte Bürgermeister Hans-Peter Zunder die Gäste, ehemalige Bürgermeister der Stadt Calbe, Stadträte und verdienstvolle Bürger, Vertreter des Kreises, der Parteien und Massenorganisationen, die ihrerseits der Stadt Geschenke brachten. Im vollbesetzten Kulturhaus des MLK Calbe lief die Festveranstaltung zu Ehren des 1050. Jahrestages der Stadt, wozu viele verdienstvolle Bürger der Stadt eingeladen wurden. Dr. Meinl und die Singegruppe des Stadtkrankenhauses lösten mit selbstgedichteten Liedtexten über die Stadt Erheiterungen im Saale aus. Besonders gefielen Lieder über den Wartenberg und über eine etwas ominöse Blinddarmoperation. Am Thälmannstein an den sieben Ecken legten zu Ehren des Arbeiterführers Vertreter der Parteien und Massenorganisationen Blumen und Kränze nieder. Natürlich konnte auch während der Festwoche im Rathaus geheiratet werden. Diesmal wurde das junge Paar nicht nur mit großem Hallo begrüßt, sondern nach alter Weise mit der Kutsche vom Standesamt abgeholt. Musik.
Eine Tradition besonderer Art hatte sich in unserer Stadt herausgebildet. Die Jungverheirateten legten am Gedenkstein für Ernst Thälmann ihren Brautstrauß nieder. In monatlicher, anstrengender Arbeit baute die Brigade Machalet eine Musikbühne in der Grünen Lunge, die nun rechtzeitig zum Stadtjubiläum zur Verfügung stand. Mit der Bevölkerung wurde das Jubiläum festlich eröffnet. Zahlreiche Künstler, Artisten und eine moderne Tanzformation begeisterten das Publikum. Im Handwerkerhof an der Wilhelm-Löwe-Straße stellten sich Kalbes Gewerbetreibende vor. Hier tummelten sich Buchdrucker, Steinmetze, Fliesenleger, Korbflechter, Tischler und Schuhmacher. Damit es der Stadt Glück bringe, wurde extra ein Hufeisen geschmiedet. In der Wilhelm-Löwe-Straße herrschte rege Betriebsamkeit.
Imposant war die Nachbildung des großen Stadttores. So bemalte der Kalbenser Pilte Lorenz als Malerlehrling 1936 das Stadttor zum ersten Mal. Und nun, nach 50 Jahren, noch einmal mit seinem Sohn und Meister. Die gut ausstaffierte Stadtwache übernahm zum großen Gaudi die Jugend von Kalbe. Die Mitarbeiter des Tiergeheges vom Wartenberg kamen in die Stadt, um sich auch hier ins rechte Licht zu setzen. Als Kalbenser Original wurde der Wartenbergesel zur Freude der Kinder mitgenommen. Da staunt man ganz schön. Die Sanierung der Innenstadt begann anno 1983 mit der Bäckerei Bernd Wiechmann. Die Boulevardstraße von Kalbe präsentierte sich als Einkaufsmeile festlich geschmückt für die Besucher des Stadtfestes. Den Soli-Bazar gestalteten die Kinder und Jugendlichen am Marktplatz. Kleingärtner, Hobbybastler, Blumen- und Kakteenzüchter priesen auf dem Marktplatz ihre Waren an. So viel Betriebsamkeit hatte der altehrwürdige Marktplatz schon lange nicht mehr gesehen. Bei einer Lotterie anlässlich der 1050-Jahr-Feier konnte ein Fahrrad gewonnen werden. In Kalbe braucht man so etwas. Die Schriftsteller Heinz Kruschel und Martin selber signierten ihre Bücher. Am Vormittag erfolgte die Einkleidung der Mitwirkenden zum großen Festumzug in der Polytechnischen Oberschule Wilhelm Pieck. Wie durch Zufall erschien vor dem Festumzug eine Oldtimer-Rallye, die über den Marktplatz zog. Hier hatten sich schon viele Zuschauer aus Kalbe und Umgebung versammelt, um den großen Festumzug nicht zu verpassen. Thank you.
Zuerst zog die Stadtwache vor den Stadttoren auf, um den Festumzug anzukündigen. Fanfarenklänge von der Kapelle des Martin-Schwantesheimes aus dem Ortsteil Damaschkeplan kündigte den Beginn des Festumzuges an. Von der Tribüne grüßten die Ehrengäste den Festumzug. Als erstes ging es zurück in Kalbes Geschichte. Das Jahr 936 und Otto der Erste hatten große Bedeutung für die Ansiedlung an der Saale. Darum erschien er hoch zu Ross, begleitet von seinen Mannen. Der Erzbischof von Magdeburg, Wichmann, hatte große Bedeutung für die Ansiedlung an der Saale, indem er Kalbe die Stadtrechte, Marktrechte und Gerichtsbarkeit verlieh. Ihm folgte eine bunte Schar der aufstrebenden Bürgerschaft von Kalbe. Till Eulenspiegel scheint für die Stadt große Bedeutung gehabt zu haben. Viele seiner lustigen Streiche hat er wahrscheinlich in der Umgebung von Kalbe fabriziert. Eine große Bedeutung für die Stadt hatte das auf einer Anhöhe auf der anderen Seite der Saale gegründete Prämonstratenkloster Gottes Gnaden. Die Mönche übten Ackerbau und Viehzucht aus und verwalteten die Mühlenrechte auf der kalbischen Seite, die sie von Kaiser Barbarossa erhielten. Ein düsteres Kapitel der Geschichte wurde mit der Inquisition geschrieben. So fand 1634 in Kalbe einer der letzten Hexenprozesse statt, wobei Ursula Wurm, die Frau des Spittelmeisters, verbrannt wurde. Nachhaltig auf Kalbe wirkte die französische Besetzung der Stadt durch Napoleon und die Befreiungskriege 1813 bis 1814. Das aufstrebende Bürgertum erhielt durch die Biedermeierzeit große Impulse, wodurch sich insbesondere das Handwerk entwickeln konnte. Es gefielen bei den Zuschauern ganz besonders die farbenfrohen Kostüme. Ein farbenfroh ausgeschmückter Wagen mit dem Vogelhändler wurde von der Zoohandlung Anders angeführt. Eine Kunstradgruppe begeisterte die Zuschauer, hatte doch die Erfindung des Fahrrades große Bedeutung für den kleinen Mann, der kein Pferd besaß. Die uralten Modelle trugen zur Erheiterung bei. Das erste Velociped fuhr 1869 in Kalbe. Ein weiterer Spielmannszug wies auf die Bedeutung von Sport und Leibesertüchtigung hin. Kein geringerer als Turnvater Jahn nahm damals in Kalbe eine Parade der Sportler ab. Danach folgten die Abordnungen und Wagen einzelner Sektionen der TSG, wie Kanu, Schwimmen, Gymnastik und Schach. Eine ganze Gruppe von Wagen gestaltete das Handwerk. So kamen die Dachdecker und die Sanitärtechnik von Kalbe mit ihrem Mann auf dem stillen Örtchen zu Wort.
Danach präsentierte sich die Landwirtschaft, einst und jetzt, mit Ochsengespann, Dreschflegel, Pflug- und Erntewagen, modernem Traktor, Erntemaschinen, Zwiebel- und Milchproduktion. Die Industrie setzte sich durch prunkvolle Festwagen ins rechte Licht. Angeführt wurde der Zug durch den Gasbetonbetrieb des MLK Kalbe. Es folgte die alteingesessene Getränkefabrik von Dupont und Franke in neuer Ansicht. Das einstige Montanwerk, bekannt als VEB Förderanlagen Kalbe, zeigte Produkte aus der Gurtbandförderung und ihrer Konsumgüterproduktion. Konservenfabriken von Kalbe stellten einen eigenen Wagen mit ihren Produkten. Die sauren Gurken aus Kalbe waren spitze. Das Modell des Rolands von Kalbe führte den Zug von Tischmeyers, jetzt VEB Roland Kinderbekleidung, an. Dazu gehörte die einstige Mützenfabrik genauso wie der heutige moderne Kinderbekleidungsbetrieb. Der Zug des Gelatinewerks schlug einen Bogen von der Gründung als chemische Fabrik im Jahre 1905 über die Erweiterung nach modernsten Gesichtspunkten Mitte der 60er Jahre zum VEB Gelatinewerk Kalbe bis hin zur Kombinatsbildung mit Orvo Wolfen. Inzwischen erhielt dieser Betrieb noch Zuwachs durch die Verlagerung der Photochemikalienproduktion nach Kalbe. Das Tuchmacherhandwerk erlebte 1787 mit der Tuchfabrik von Nikolai in der Bernburger Straße seine Blüte. Mit modernster Webtechnik präsentierte sich zum Stadtjubiläum der VEB Wolldecken Aschersleben, Betriebsteil Kalbe. Ein Marschblock zeigte die Arbeiterbewegung in Kalbe. Aufgrund des Bismarckschen Sozialistengesetzes demonstrierte man zum 1. Mai 1890 mit rot bespannten Regenschirmen, da man die rote Fahne der Sozialisten nicht zeigen durfte. Weiter ging es über die Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus am 8. Mai 1945 bis hin zum Aufbau des Sozialismus. Die Freie Deutsche Jugend, Pionierorganisation und die Kampfgruppen der Arbeiterklasse waren mit eigenen Marschblöcken vertreten. In einer Formation zeigte die Gesellschaft für Sport und Technik ihr Können. Im Dienste der Kalbenser präsentierte sich die Deutsche Post mit einer Postkutsche aus Urgroßvaters Zeiten. Die
Imkerorganisation konnte in Kalbe und Schönebeck auf eine hundertjährige Tradition zurückblicken.